Die SPD hat ihre Wahlplakate für die anstehende Bundestagswahl präsentiert. Als Wahlkampfmotto präsentierten die Sozialdemokraten ihren Kandidaten mit Scholz packt das an. Im Fokus der Kampagne stehen besonders die Themen Mieten, Rente und Klimaschutz. Aber auch gegen die Mitstreiter wird ausgeteilt. Zwei der drei Kanzlerkandidaten seien damit beschäftigt, sich für Fehler zu entschuldigen und eigene Patzer zu korrigieren, sagte der Generalsekretär der SPD, Lars Klingbeil. Und bei uns im Studio begrüßen wir jetzt Carsten Göbel, Politik- und Kampagnenberater, Geschäftsführer der Agentur Super an der Spree. Schön, dass Sie hier bei uns sind. Hallo. Herr Göbel, Scholz packt das an. Das ist das Motto. Die Sozialdemokraten setzen voll auf Olaf Scholz. Böse formuliert könnte man sagen, was wollen Sie auch anderes tun? Absolut richtig, ist ihre einzige Chance. Der Kandidat muss die Partei mitziehen, um irgendwie aus diesen miserablen Umfragewerten zu kommen. Es ist ein Persönlichkeitswahlkampf, vielleicht das erste Mal in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, dass die Personen wichtiger sind als die Parteien. Dadurch, dass Angela Merkel war auch nicht unbedeutend. Nein, sie war nicht unbedeutend, aber Angela Merkel war im Amt die letzten 16 Jahre immer. Jetzt treten drei Kandidatinnen an, die nicht im Amt sind. Olaf Scholz hat davon ein gewisses Renommee. Und das ist die Chance, die einzige Chance, die die SPD hat. Insofern, handwerklich ist das erstmal richtig. Wie schwer ist es denn für eine Partei, die eigentlich einen Linksruck vollzogen hat? Zwei Parteivorsitzende. Olaf Scholz hat es nicht geschafft, diesen Posten zu bekommen. Und der wird jetzt Kanzlerkandidat. Ist das nachvollziehbar? Ich glaube, dass das vergessen ist. Also, dass Olaf Scholz Kanzlerkandidat wurde, das ist ein Jahr her. Er war der erste Kanzlerkandidat, der auf dem Markt war, gegenüber den anderen Parteien. Und die Wählerinnen und Wähler da draußen, die sind nicht so tief drin, wie Sie oder ich jetzt dabei. Ich glaube, es wird darauf ankommen, wer der drei Kandidaten, die jetzt auf dem Tablett präsentiert werden, hat in den nächsten 53 Tagen die größte Glaubwürdigkeit da draußen. Und das könnte dann den Effekt geben, dass man die Partei mitzieht, im Fall von Olaf Scholz. Ob das so ist, das sei mal dahingestellt. Aber wie gesagt, es ist aus meiner Sicht die einzige Chance, die die SPD hat. Aber fairerweise muss man ja auch sagen, die Werte von Olaf Scholz sind ja nur gestiegen, weil die von den anderen beiden gesunken sind. Und wenn Lars Klingbeil sich jetzt hinstellt und sagt, naja, die anderen beiden, die sind nur damit beschäftigt, hier sich für Fehler zu entschuldigen, ist das vielleicht ein bisschen unvorsichtig. Weil wenn wir jetzt mehr auf Olaf Scholz schauen, könnte das ja auch bei ihm potenziell dazu kommen, dass da auch vielleicht der eine oder andere sagt, ja, vielleicht entscheide ich mich doch noch mal um. Nee, absolut richtig. Aber da zählt wieder, sind nur noch gut 50 Tage. Je später der Kandidat jetzt aufs Schild gehoben wird oder die Kampagne präsentiert wird, desto besser ist es, glaube ich, in diesem Fall aus Sicht der SPD. Man sieht die Fehler, die bei den Grünen Frau Baerbock passiert sind. Herr Laschet steht auch nicht so besonders gut da. Natürlich kann Herr Scholz oder die SPD jetzt nichts für die Fehler der anderen beiden. Aber er profitiert natürlich momentan in den Umfragen von den Fehlern, ohne Frage. Andere Wahlkampagnen haben oft eine heile Welt gezeigt, auch die der SPD. Bei Scholz große Themen, Corona, Flut und Ähnliches. Wie sinnvoll wäre es, wenn die Sozialdemokraten so ein bisschen Perspektive bieten würden, optimistisch da jetzt zu Werke gehen würden in der Kampagne? Ich glaube, zentral ist wirklich der Claim, den die SPD gewählt hat. Irgendwie, man kann natürlich jetzt böswillig sagen, die SPD bespielt irgendwie so ein Buchstaben-Bingo und übersetzen Sie mir SPD. Soziale Politik für dich, Scholz packt das an. Also Hauptsache SPD muss enthalten sein. Ich glaube aber, dieses Scholz packt das an, das ist ja absolut unbestimmt. Das kann Corona sein, Flutkatastrophe, das kann sonst was sein. Und ich glaube, dass diese Wahrheit, die da drin ist, eher das Anpackende des Kandidaten stärken soll und dass das gar kein strategischer Fehler ist. Aber dieser Kandidat wird ja aus dem Wagen mit Sicherheit rausgehoben werden. Er wird konfrontiert mit den Inhalten. Wie will die SPD sich da wirklich positionieren? Sie setzt jetzt auch auf Klimaschutz, das tun sie alle. Da sucht man vielleicht doch eher das Original und die Grünen. Ansonsten ist Olaf Scholz ja fast schon jemand, der eher für einen Merkel-Kurs steht und der Rest der Partei für einen Linkskurs bei den Inhalten. Da muss die SPD doch ja mal eine Linie finden. Ich glaube, es kommt nicht auf die Inhalte an in diesem Wahlkampf. Es wird immer gesagt, wir müssen zu den Inhalten zurückkommen, zur inhaltlichen Diskussion. Es gibt keine inhaltliche Diskussion, weil die Inhalte liegen auf dem Tisch. Die SPD propagiert sichere Arbeitsplätze, Klimaschutz, bezahlbare Mieten, 12 Euro Mindestlohn. Diese Themen propagiert die SPD seit vielen, vielen Jahren. Auch die Inhalte der anderen Parteien sind bekannt. Ich glaube, das Besondere im Wahlkampf 2021 nach Corona, jetzt auch mit der Flutkatastrophe, ist, welche Person genießt die größte Glaubwürdigkeit? Und diese Person kann dann eine Partei mitziehen. Das könnte bei Frau Baerbock der Fall sein. Das könnte bei Herrn Scholz der Fall sein. Das kann auch genauso gut negativ bei Herrn Laschet der Fall sein. Aber auch positiv sogar bei Herrn Laschet. Man muss nicht eine Partei wie die SPD, die immer wieder sagt, wir haben in der GroKo so viel erreicht, wir haben so viel gemacht. Das wird nie bei uns auf die Fahnen geschrieben. Wenn Erfolge da sind, die Kanzlerin,
wenn was schlecht läuft, dann sind wir schuld. Muss man nicht gerade jetzt sagen, wir haben diese und diese Themen und eben nicht nur die eine Person? Das hat die SPD ja probiert. Irgendwie erinnern Sie sich daran, vor ein paar Wochen hat die SPD Anzeigen geschaltet, irgendwie, wo sie selbstironisch gesagt hat, an diesen 10 Dingen ist die SPD schuld. Das waren irgendwie eigentlich ihre Erfolge oder die Erfolge der Großen Koalition. Ironie ist meistens ein schlechtes Stilmittel im Wahlkampf, weil das müssen die Menschen erstmal verstehen. Aber auch das hat sie probiert. Ich glaube aber, die Fokussierung jetzt nochmal irgendwie bulletpointartig 10 Erfolge runterzubeten, führt nicht weiter, sondern es geht darum, den Kandidaten in die Mitte zu stellen und alles auf den Kandidaten. Wir sind gespannt, wie das im September ausgeht. Carsten Göbel, herzlichen Dank. Gar nicht für.